Ja, bei dieser Demonstration handelt es sich um einen Fall aus der Arbeitswelt, in der eine junge Frau ein Problem erlebt. Die Originalberatung dauerte ca. 70 Minuten und wurde auf Video aufgenommen. Und dann hat eine Schauspielerin auf Grundlage dieser Aufnahme die Klientin dargestellt, sodass alle Äußerungen und Gesten 1:1 übernommen werden konnten. Ich werde die Klientin auf Grundlage der erlebten Beratung beraten, bei der ich ja bekanntlich davon ausgehe, dass die Lösung im Problem enthalten ist. Ich suche jetzt also nach einer Problemfigur und nach einer Lösungsfigur und um diese beiden Identitäten zu entdecken, lasse ich mir zuallererst die Situation schildern. Ich bin Claudia, ich bin 29. Ich arbeite in einem Weltkonzern und verwalte dort den Einkaufsetat. Das hat mir am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Nur mittlerweile habe ich das Gefühl, ich manövriere mich da irgendwie in eine Sackgasse. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Interessant ist die Bemerkung, ich manövriere mich in eine Sackgasse. Ich bin neugierig darauf, wie sie das tut. Die andere Bemerkung, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, ist an diesem Punkt nicht von Interesse, weil es erst einmal um die Problemerforschung und nicht um Lösungen geht. Also konzentriere ich mich auf die Erforschung dessen, wie sie sich in die Sackgasse hineinbringt. Also es ist einfach so, dass ich seit ungefähr einem Jahr nur noch Ärger habe in der Firma. Also die 3 Jahre davor waren super, haben mir total Spaß gemacht, es war genau das Richtige für mich. Aber was machen Sie? Ich verwalte den Einkaufsetat in einer sehr großen Firma, einem Weltkonzern. Welche Höhe, wenn ich fragen darf? Also 800 Millionen Euro. 800 Millionen? Klingt nach ziemlichem Stress. Die Frage mit dem Stress ist eine reine Testfrage. Ich behaupte also nicht, es wäre Stress, sondern stelle das als Möglichkeit in den Raum, die sie ebenso ablehnen kann. Nee, überhaupt nicht. Also das war genau mein Ding. Also ich konnte meine eigenen Entscheidungen fällen. Also ich ging total drin auf. Also das war super. Wir haben zwar alles so in der Gruppe besprochen, aber entscheiden konnte jeder selbst. An diesem Punkt geschieht etwas Bemerkenswertes. Die Frau verändert ihren Zustand, sie geht nach vorne, sie zeigt Engagement und Begeisterung und davon will ich mehr sehen und erfahren und nur deshalb stelle ich mich unwissend. Was war so klasse daran? Ja, dass ich selbstbestimmt war, dass ich einfach auch sehen konnte, was aus Dingen wird, die ich entschieden habe. Ne? Also Sie konnten was bewegen? Ja, genau. Also total. Ich konnte richtig, richtig was bewegen. Genau ist es, ja. Am Ende verändert sich der Zustand der Klientin. Sie wird offenbar traurig. Und das ist jetzt nicht mehr so. Sie setzt sich zurück. Es ist einfach so, dass ich jetzt nach Vorgabe handeln muss, also so nach Schema F. Und wirkt frustriert. Ich kann nicht mehr alleine entscheiden. Ich muss mich immer nach irgendwelchen Sachen richten. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr sozusagen. Ich muss nach Vorgabe handeln, genau. Was ist passiert oder anders gefragt, was ist geschehen, dass sie sich von einer engagierten Frau in eine frustrierte Frau verwandelte? Was hat sich verändert? Also, der Vorstand hat eine Beratungsfirma quasi durch den Laden durchgejagt und hat alles umstrukturiert. Und also zwar sinken seit ein paar Jahren die Gewinnsummen, aber das liegt nicht an unserer Abteilung. Also wir haben ja extra die Einkaufspreise noch runtergehandelt. Und trotzdem sind wir aber auch von dieser Umstrukturierung total betroffen. Sind Sie persönlich betroffen davon? Ja, ich kann einfach mich nicht mehr frei entscheiden. Ich hab keine Entscheidungsfreiheit mehr, keine Bewegungsfreiheit. Ich muss nach Schema F handeln, irgendwer sagt mir, wie ich Sachen machen soll und so muss es dann noch funktionieren. Liegt an Ihrem Chef oder an wem liegt's? Ja, der gibt es eigentlich nur praktisch von oben durch, vom Vorstand. Ah, oben ist der Vorstand. Ja. Wo sind Sie in der Hierarchie? Naja, über mir ist eigentlich nur mein Chef als Abteilungsleiter und darüber ist der Vorstand. Sie klingt jetzt nicht so sehr betroffen, sondern eher empört. Auch davon will ich mehr wissen.
Dann ist der Vorstand Ihr Feind? Ja. Nein, also eigentlich nicht. Wieso Feind? Mimik und der Ton in der Stimme zeigen, dass sie vor allem vom Vorstand nicht viel hält. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass sie sich gegen den Vorstand empört und auflehnt. Und diesen Eindruck teste ich jetzt. Naja, Sie machen den Eindruck, als würden Sie den Vorstand nicht besonders schätzen. Der hat Ihnen was weggenommen. Ja, klar. Mein Bewegungsspielraum, meine Handlungsfreiheit, mein Spaß an der Arbeit. Und dagegen kämpfen Sie. Wie denn? Ja, der Test hat ins Schwarze getroffen. Sie stimmt zu, um dann von ihrer eigenen Äußerung verwirrt zu sein. Offenbar tut sie etwas, ohne zu erkennen, dass sie es tut. Ich komme ja an den Vorstand überhaupt nicht ran. Also zum Beispiel, vor ein paar Monaten, da hatten wir eine Abteilungsversammlung. Und da wollte ich den Vorstand kritisieren. Leider muss man die Fragen vorher schriftlich einreichen und meine wurden gar nicht erst angenommen. Da läuft man gegen eine Wand. Langsam rückt die Erkenntnis näher, dass sie tatsächlich kämpft. Auch wenn sie irgendwie weiß, dass sie gegen den Vorstand schlecht kämpfen kann, ohne sich, hier erinnere ich an ihre erste Bemerkung, in die Sackgasse hinein zu manövrieren. Und Ihr Chef? Tja, mein Chef. Also mit dem hatte ich ein paar heftige Auseinandersetzungen in letzter Zeit. Also am Anfang hat er das eigentlich noch ziemlich leicht genommen, weil ich denke schon, dass er mich eigentlich schätzt. Vielleicht sogar mag. Aber in letzter Zeit, da schaltet er auf stur irgendwie. Also der lässt mich auch auflaufen einfach. Also das ist unglaublich. Was bedeutet das, auflaufen? Ja, der sagt mir wortwörtlich, ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen sich damit zufrieden geben, dass an diesen Umstrukturierungen nichts verändert wird. Er wolle und könne auch daran nichts ändern. Die Frau begibt sich allmählich in die Lösungsfigur hinein, also in jene Figur, die etwas an einer Lage verändern will. Aber Sie wollen was daran ändern. Ja, aber das wäre ja ganz, ganz schön, aber ich habe ja gar keine Chance. Hier zeigt sich der innere Konflikt. Ein Teil sagt, ich möchte etwas ändern. Ein anderer Teil sagt, ich habe überhaupt gar keine Chance. Und eingezwängt zwischen diesen beiden Ich- oder psychischen Subsystemen weiß sie nicht, was sie tun soll. Denn die Anweisungen der beiden Ich widersprechen sich mit dem Ergebnis, dass die Frau gelähmt ist. Mich interessiert an diesem Punkt allerdings überhaupt nicht, immer noch nicht, was sie tun könnte, sondern wer sie, ohne es zu bemerken, in ihrer Arbeitswelt geworden ist. Ich teste also einen Vorschlag für die Lösungsfigur. Ja, das klingt, als wollten Sie die Bastille stürmen. Sie sind eine Rebellin. Naja, vielleicht rebelliere ich ja doch irgendwie. Aber mir so innerlich. Innerlich, meine ich ja. Rebellen haben ja meist eine Fahne in der Hand. Ich würde gerne eine Fahne für Sie basteln. Sie nimmt den Namen der Lösungsfigur an. Und ich tue etwas, dass sie diesen Selbstanteil klarer erleben lässt. Schließlich geht es in der erlebten Beratung nicht allein ums Reden, sondern vor allem ums Erleben. Okay, Ihre Fahne. Freiheit steht drauf. Frei, wozu? Was für eine Freiheit? Ja, zum Entscheiden, zum Handeln und zum Selbermachen. Ja, sie nimmt die Fahne mit dem ersten Begriff Freiheit an, die Fahne, welche von der Rebellin getragen wird. Die Rebellin ist jetzt zwar ein Lösungsversuch, eine erste Lösungsfigur, aber mit ihr kommt sie nicht weit. Dass Sie als diese Rebellin keine Chance haben, das haben Sie verstanden. Naja, ich bin tatsächlich die Einzige, die aufmuckt. Die anderen passen sich an. Und das haben Sie verstanden, dass Sie als Rebellen überhaupt keine Chance in diesem Unternehmen haben? Ja, also eigentlich schwanke ich zwischen Resignation und Aufbegehren irgendwie. Also ich bin total hin und her gerissen und das ärgert mich eigentlich noch mehr. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich machen soll.
Jetzt kann sie formulieren, dass sie zwischen Rebellion und Resignation schwankt. Aber diese beiden Teile sind nur scheinbar unterschiedlich. Sie hängen vielmehr zusammen, indem sie sich gegenseitig bedingen und abwechselnd auftauchen. Also dann hätten wir quasi zwei Claudia. Eine Rebellin und eine Resignierte. Und die beiden Reaktionen hängen eng zusammen. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, zuerst rebellieren sie, dann geben sie auf, weil sie vor die Wand laufen. Das hält nicht lange an, dann rebellieren sie wieder. Ziemlich hilfloser Ablauf, oder? Ja, stimmt eigentlich. Ja, genau so ist es. Aber ich komme da einfach nicht raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tja, eigentlich ist es so. Aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. An diesem Punkt könnte man die Lösungsfigur als hilflose Rebellin bezeichnen, um die beiden Teile in eine Figur zu bekommen. Der Begriff wird aber nicht unbedingt gebraucht. Die Problemwahrnehmung verstärkt sich jetzt und es taucht Ärger auf. Und das ärgert mich dann noch mehr. Was sie machen soll? Die Frage taucht in der Beratung oft auf, aber es ist eine ziemlich unsinnige Frage. Ja, aber dafür bin ich doch hier. Ich dachte, Sie wären hier, um herauszufinden, wer Sie sein wollen. Ich als Berater kümmere mich, das ist auch eine Grundlage der erlebten Beratung, nie darum, was jemand machen soll oder was er nicht machen soll. Mich interessiert vielmehr, wer jemand sein will. Wer ich sein will? Wer Sie sein wollen. Die Frage ruft in den meisten Fällen Unverständnis hervor, aber das macht gar nichts. Ich knüpfe nun an die engagierte und begeisterte Person vom Anfang der Beratung an. Wer waren Sie die ersten 3 Jahre in der Arbeit? Dazu bietet sich eine Vorstellung an, durch welche die Klientin die Frau beschreiben und ihr einen Namen geben kann. Also wenn ich Sie jetzt in der Arbeit beobachtet hätte und einen Film gedreht hätte mit Ihnen als Hauptdarstellerin, was für eine Frau hätte ich da gesehen? Sie hätten eine selbstbewusste, selbstbestimmte Frau gesehen. Der Name Selbstbestimmte ist die konkretisierte Lösungsfigur, sozusagen ein Selbst, das hinter der Rebellin steht, denn schließlich kämpft die Rebellin um Selbstbestimmung. Wenn man dem Film jetzt einen Titel geben würde, wie würde der Film heißen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Eine Frau geht ihren Weg oder so. Eine Frau macht ihr Ding. Wie würden Sie die Darstellerin nennen, wenn der Name deren wichtigste Eigenschaften ausdrückt? Also das Wichtigste an der Frau ist, dass sie ihre eigenen Ideen umsetzen kann, dass sie auch, wenn sie vielleicht nicht selbstbestimmt ist, aber sie fühlt sich selbstbestimmt. Sie möchte sich selbstbestimmt fühlen und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass sie wieder nach vorne gerückt ist, als sie über diese Frau sprach. Dass es nicht um Selbstbestimmung geht, sondern um das Gefühl, selbstbestimmt zu sein, ist neu für sie. Also das ist das Wichtigste. Was? Dass sie sich in ihrer Arbeit selbstbestimmt fühlen. Okay, stellen Sie sich vor, Sie hätten für diesen Film einen Preis bekommen und jetzt ist die Presse da und macht ein Interview. Und die Frage lautet, worauf kommt es in Ihrem Leben an, vor allem in Ihrem Arbeitsleben? Da kommt mir ein komisches Wort. Ja? Würde. Würde. Selbstachtung. Würde und Selbstachtung. Mhm. Dann ist ja jetzt klar, was tatsächlich auf Ihre Fahne drauf gehört, diese beiden Worte. Dem Vorschlag, die Begriffe Würde und Selbstachtung auf ihre Fahne zu schreiben, stimmt sie zu. Damit taucht eine wiederum sehr bemerkenswerte Wahrnehmung auf, die darauf hinweist, dass die Klientin bereits lange bevor sie Rebellin wurde, unbewusst an ihrer Lösung arbeitete. Da fällt mir übrigens was ein. Ich trage in letzter Zeit ganz oft Röcke. So wie jetzt? Ja. Ich dachte schon von Anfang an, dass sie nicht wie so eine straighte Managerin wirken. Ja, also am Anfang hat es mir eigentlich nichts ausgemacht,
also Kostüme zu tragen, so ganz klassisch in Grau oder so. Obwohl ich immer schon dachte, das wirkt ein bisschen wie eine Uniform, aber in letzter Zeit stört mich das total. Und was betonen Sie mit den Röcken jetzt? Ihr Frausein? Nee, damit hat das nichts zu tun. Ich finde, es hat irgendwie was Lockeres. Da war in der Arbeit jemand aufgetaucht, der die Situation lockerer handhabte. Das Tragen von Röcken statt von Business-Kostümen lässt sich ohne weiteres als eine erste innere Distanzierung vom Job verstehen. Dann bestimmt die Selbstbestimmte auch über ihre Kleidung selbst. Naja, in der Firma wird das nicht gehen. Röcke tragen? Nein, also selbstbestimmt sein. Selbstbestimmte Frau zu sein, wird in der Firma nicht möglich sein, sagen Sie. Ich glaube nicht. Ich spreche nun die neue Lösungsfigur direkt an und fordere die Klientin auf, als diese zu sprechen. Dann schlage ich vor, überlassen wir dieser selbstbestimmten Frau ein paar Entscheidungen. Wie meinen Sie das? Naja, versetzen Sie sich in diese Frau hinein. Zum Beispiel, wie bewegt die sich? Bewegen Sie sich so. Stehen ein bisschen auf. Bewegen Sie sich wie diese Frau. Jetzt. Jetzt. Okay. Die Lösungsfigur zu erleben geht in Bewegung besser als im Sitzen. Genauso habe ich das früher immer gemacht. Jetzt scheint mir die Lösungsfigur konkret genug, um ihr die Entscheidung über die Situation zu überlassen. Dazu spreche ich jetzt nicht mehr in der dritten Person, sondern fordere die Klientin auf, diese Frau zu sein. In diese Identität hineinzugehen und sich als Lösungsfigur zu erleben. Immer wenn ich eine Entscheidung treffen wollte und nicht wusste, was ich machen soll. Ich bin im Büro rumgelaufen und habe so lange hin und her überlegt, bis ich eine Lösung hatte. Gut, dann würde ich sagen, machen Sie genau das. Laufen Sie rum, aber denken Sie laut nach dabei, sodass ich mithören kann. Und treffen Sie eine Entscheidung in Bezug auf Ihren Beruf und auf Ihre Zukunft. Die Klientin verbindet sich jetzt mit der Lösungsfigur, die ja selbstbestimmt und locker ist, und macht eine Entdeckung. Also, rebellieren bringt nichts. Aber alles hinnehmen kann ich auch nicht. Ich kann nichts ändern. Dafür fehlt mir die Macht. Aber einfach so weitermachen? Das bin ich nicht. Mit der Bemerkung, das bin ich nicht, verabschiedet sie sich von der hilflosen Rebellin. Damit wird auch klarer, wer sie ist oder sein will. Was sind Sie nicht? Naja, dieses Unentschlossene, dieses ewige Schwanken, das kostet total viel Kraft. Das ist doch total sinnlos. Also ich meine, ich finde, der Zug ist einfach abgefahren. Ich halte ihn auch nicht mehr auf. Was soll Claudia tun? Sagen Sie es ihr. Hör auf zu kämpfen. Es ist nicht wichtig, riesige Etats zu verwalten. Es ist wichtig, dass du dich gut fühlst. Sorg für dich. Nun, diese Worte hätte die Klientin als Claudia nicht so sagen können. Als Lösungsfigur kann sie es. Es kommt noch dicker. Was heißt das konkret? Was soll sie konkret tun? Geh weg. Geh weg, hat sie bisher nicht zu sagen gewagt. Sie war vielmehr damit identifiziert, ihren Job behalten zu wollen, wodurch das Problem wuchs. Such dir was anderes. Das hat alles so überhaupt keinen Sinn. Geh weg. Du kriegst mit deinen 29 Jahren überall einen Job. Ja, das klingt locker. Damit ist eine Möglichkeit in den Bereich der Vorstellung gerückt, die bisher fern davon lag. Na, dann ist ja jetzt ziemlich klar, was zu tun ist, oder? Tja, irgendwie schon. Wie finden Sie es? Ja, komisch. Das hat mir eine Weile ganz viel Spaß gemacht. Irgendwas ist vorbei.
Fängt was Neues an? Ich glaube schon. Gut, an diesem Punkt steht nicht fest, ob Claudia kündigen wird oder ob sie bleiben wird. Wenn sie bleibt, dann jedenfalls als lockere, würdevolle. Jedoch scheint es wahrscheinlicher, dass sie sich eine andere Stelle sucht. Zuversichtlich ist sie jedenfalls. Und damit ist die Beratung erst einmal beendet.